And then the German LOC came up as a secret weapon, a friendliness campaign, the cornerstone of which was a friendliness manual designed to teach employees in the service industry how to interact and make friends with visitors from 32 countries. For example, how to greet a visitor from the Ivory Coast. What are the do's and don'ts? What subjects not to mention? And what does it mean when he or she orders a Drogba, which in their culture is not the favorite dish of the famous soccer player, but rather a 1 liter strong beer? And they then took the friendliness campaign into the hospitality industry. And here is a receptionist completing his friendliness manual. Es geht nicht darum, das Lächeln neu lernen zu müssen. Es geht einfach nur darum, dass man die Kulturen der Gäste kennenlernt, dass man weiß, was man gegenüber dem Gast machen sollte, um ihn auf seine Seite zu bringen, sage ich mal. Und es geht darum, dass es Sachen gibt, die man vielleicht nicht unbedingt machen sollte, um den Gast zu verärgern. And guinea pig, Mr. Lee from Korea, booking in. Guten Tag. Mr. Lee? Ja. 안녕하세요. Oh, nee. 안녕하세요. Guten Tag. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. But now a big mistake. Also die Begrüßungsfloskel hatte ich gelernt, aber dass die 444 so viel Entsetzen auslöst, das wusste ich nicht. Quickly goes to his online manual to learn that the number 4 in Korea is equivalent with death. Mr. Lee, ich habe die 333 auf der dritten Etage, ein anderes Zimmer für Sie. Dankeschön. Bitteschön. Now for visitors from